Was geht Ihnen durch den Kopf? Was ist das Problem jetzt? Warum, was wollen Sie heute protestieren? Warum? Weil es mittlerweile so weit ist, dass die Kinder gar nicht merken, dass sie eine Maske im Gesicht haben. Na, und dass unter 15-jährige Kinder automatisch eine FFP-Maske aufziehen, obwohl sie das gar nicht dürfen vom Gesetz her. Was macht das mit den Kindern Ihrer Meinung nach? Haben Sie selbst Kinder? Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie. Ich habe 6. Na, das macht Sie psychisch krank. Na, gehen Sie mal in die Licherstraße, filmen Sie mal da, morgens, was dann Jugendliche und Kinder vor der Tür steht, jeden Morgen. Ich habe deinen Kumpel im Sicherheitsdienst. Wissen Sie, das Ding quillt über. Und das interessiert keinen. Und unser Gesundheitsminister stellt sich vor die Presse und sagt, es gibt keine psychischen Störungen. Deswegen sind wir hier. Nicht alle wissen, was Licherstraße ist. Das müssen wir mal erklären. Psychiatrie. Gießener Psychiatrie. Aber was erleben Sie mit Ihren eigenen Kindern, wenn Sie 6 Kinder haben, die... Was geht zu Hause ab? Wie haben Sie die 2 Jahre verbracht? Was sagen die? Meine Familie ist meine Familie. Aber bundesweit können Sie sehen, wie Depressionen, wie viel suizidgefährdete, selbstmordgefährdete Kinder und Jugendliche sind. Das ist der Wahnsinn. Und das interessiert keinen. Dafür geht keiner auf die Bühne, dafür gibt es keine Lobby. Deswegen sind wir heute hier. Bei uns geht es heute halt darum, was erleben Kinder. Wenn Sie 6 Kinder haben, können Sie ja viel über Ihre Kinder mal reden. Was wollen Sie denn hören? Ja, weiß ich nicht. Sie sind der Vater. Ich habe Ihnen gerade gesagt, worum es geht und warum wir hier stehen. Das ist der Grund. Was mich bewegt? Naja, meine Freiheit bewegt mich. Meine Entscheidungsfreiheit. Unter anderem. Haben Sie Kinder? Ja, natürlich habe ich Kinder. Was haben Sie in den letzten 2 Jahren so erlebt mit den Kindern? Was? Nichts Schönes. Soziale Abbrüche, schwierige Zeiten, auch schulisch. Sehr hohe Belastung für die Eltern durch das Homeschooling, was stattfand. Wenn beide berufstätig sind, ist das sehr schwierig. Sind die Kinder hier dabei oder haben sie zu Hause gelassen? Nein, die Kinder sind zu Hause. Warum? Weil sie nicht hier leben im Landkreis. Okay, sonst hätten Sie schon mitgebracht? Natürlich. Oder sehen Sie es problematisch, dass man Kinder auf eine Demo mitnimmt? Können Nein. die hier hin oder nicht? Naja, es ist ja friedlich. Es will ja keiner Ärger machen, von daher dürfen Kinder auch hier sein. Weil die Kinder sind unsere Zukunft, das sind wir. Was denken Sie denn, warum man auf die Idee kommt, Kinder mit so Hygienemaßnahmen? Ist die Regierung nur dumm oder machen die das extra? Wie würden Sie die Maßnahmen so einschätzen? Ich habe genug gesagt, danke. Was meinen Sie, was Kinder erlebt haben in dieser Zeit? Also ich habe glücklicherweise keine schulpflichtige Kinder mehr. Da freue ich mich total. Weil was die Kinder jetzt erleben müssen, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Könnten Sie da mal Beispiele nennen, so ein bisschen konkreter? Ja, dass die lange Zeit nicht in die Schule gehen dürften, dass sie nicht mit Freunden treffen dürften, dass die in keine Vereine oder Tanzschulen oder sowas gehen dürften. Und in diesem Alter, die Kindheit ist so kurz, das sind 2 richtig verlorene Jahre. Und das ist bei den Kindern sehr, sehr, die 2 Jahre sind für Erwachsene nicht so viel, aber für die Kinder sind sehr viel. Haben Sie Verständnis dafür? Überhaupt nicht, keine. Wofür? Für die Kinder, für oder? Die Maßnahmen. Bei den Erwachsenen zum Teil ja. Bei den Kindern bin ich hin und her gerissen. Ja, weil was meine Frau gesagt hat, ist für die Kinder absolut notwendig. Und, aber so ist, ich meine, die Gesundheitsministerium sagt ja, oder auch hier in Hessen, es geht um den Schutz der Kinder. Naja, also die genau. Kinder brauchen doch gar nicht geschützt werden, weil die werden von der angeblichen Pandemie überhaupt nicht betroffen. Also wenn die krank werden, dann haben sie Schnupfen, das ist normal in dem Alter. Aber Sie sehen keine Gefahr, sag mal, für die älteren Menschen, für die Familien, dass wenn viele sich... Naja, Nein, sehe ich nicht. Wenn da Familienmitglieder sind, die schwach und krank sind, dann sollen die Familienmitglieder sich schützen. Dann also, sollen die Kinder die nicht besuchen vielleicht, ja so. Aber dass die Kinder eingeschränkt sind. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Aufgabe unserer Gesellschaft ist es, Kinder zu schützen. Ja, und ich schütze Kinder nicht dadurch, dass ich sie einsperre, dass ich alles das mit den Kindern mache, was meine Frau gerade erwähnt hat. Das ist es nicht. Ja?
Was der richtige Weg ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber auf jeden Fall, das ist es nicht. Wir müssen die Kinder schützen. Und es ist nicht Aufgabe der Kinder, die Gesellschaft zu schützen, auch die Älteren. Ja? Die Kinder sind Kinder und das ist unsere Zukunft. Die müssen wir schützen. Was wollen Sie mit der Demonstration verändern? Sie gehen heute mit. Was wollen Sie zeigen? Wen wollen Sie ansprechen? Ich möchte zeigen, dass es ist nicht in Ordnung, was die Politik mit den Kindern macht. Haben Sie Erfahrungen mit Kindern, wie die Kinder die 2 Jahre erlebt haben? Das haben wir nicht. Also das ist meine Tochter. Wir sind aus Limburg und wir wollen teilnehmen, weil wir keine allgemeine Impfpflicht wollen. Es soll jeder für sich selbst entscheiden, was er macht. Und vor allem wollen wir auch, dass die Kinder in Ruhe gelassen werden, dass die ihre Freiheit wieder bekommen, sich normal entwickeln können und nicht die Psyche drunter leiden muss. Was meinen Sie in Ruhe gelassen bei Kindern? Ja, also haben keine Maskenpflicht. Kinder, nein, also, ja, okay, eine erwachsene Tochter. Aber Enkelkinder habe ich noch nicht. Okay. Aber wir wollen... Das natürlich für alle Kinder, dass alle Kinder ihre Freiheit wieder bekommen, keine Masken aufziehen müssen und ihr Leben wieder leben können und keine psychischen Schäden davon tragen, zumal das ja keine Risikogruppe ist. Sind Sie schon, Sie haben Wetzlar steht auf da stehen? Sind ja. Sie auch in dieser Gruppe aktiv? Oder? In dieser Gruppe jetzt noch nicht, aber hier in Gießen bin ich aktiv in der Gruppe. Was heißt aktiv? Was wollen Sie bewegen? Was wollen Sie verändern? Was sind so Ihre... Im Endeffekt, dass jeder über sich selbst entscheiden kann und auch die freie Wahl hat, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und bezogen auf Kinder, ich weiß nicht, kennen Sie Kinder? Also haben Sie Kontakt? Arbeiten Sie mit Kindern vielleicht? Oder? Indirekt mit Kindern zusammen im Endeffekt. Und wie meine Mutter das im Endeffekt schon gesagt hat, auch insbesondere die Kinder leiden unter dieser Pandemie. Auf die wurde bis jetzt noch nicht Rücksicht genommen und man sollte auf die Kinder Rücksicht nehmen, insbesondere weil die Kinder auch unsere Zukunft sind. Und eine Zukunft mit kaputten Kindern im Endeffekt ist keine richtige Zukunft. Und dass Leute meinen, dass man damit Kinder auch schützen kann, das können Sie nicht akzeptieren? Ich sage mal so, die Kinder haben ein gutes Immunsystem. Es ist auch im Endeffekt bewiesen, dass Kinder am unanfälligsten für Corona sind. Und dementsprechend denke ich, alles, was man mit seinem Immunsystem durchmacht, ist ein besserer Schutz als eine Impfung. Das ist so, was steht... Versucht die Zeit zu nutzen, um einfach Maskenpflicht in Kitas. Ihr könnt auch noch, bevor wir losgehen, weiß nicht, ich bin die Bilderwand echt anschauen. Können Sie das kurz mal beschreiben? Was ist so traurig, ja, also in Kitas? Mein Kind ist jetzt 2/3 seines Lebens, ist er damit konfrontiert. Er ist 3 Jahre alt. Schaut euch die Bilder an. Und ja, getrennte Gruppen, für ihn geht's ja noch, denke ich. Ich finde, für die Schulkinder ist es einfach noch viel schlimmer. Und aus Linden, das ist vom Dekanat angeordnet, seit über einem Jahr. Die machen trotzdem die Masken weiter bei den Erziehern. Und die Kinder tragen Masken? Nee, die Kinder nicht, die Erzieher. Aber es gab halt keine Möglichkeit, dass die mal abgenommen werden, wie in den städtischen Kindergärten zum Beispiel. Aber können Sie sich vorstellen, dass die Erzieherinnen sich auch schützen wollen? Was noch in der Auflage? Man ja, auch aber Verantwortung ich, hat für den ganzen Betrieb. Ich weiß aber, dass es für bei einigen Erziehern zumindest nicht so ist. Also, dass sie das als wichtiger empfinden für die Kinder, dass sie die Mimik und Gestik und alles wahrnehmen. Entschuldigung, hier sind junge Leute. Arbeiten Sie mit Kindern? Würden Sie sagen, warum Sie heute hier unterwegs sind? Nee, also ich arbeite nicht mit Kindern, aber ich habe schon... Ich würde nicht antworten. Der schreibt gar nicht gute Sachen in Facebook rein und überall. Ja, also ich, ganz kurze Antwort vielleicht. Ich habe nur viele traurige Bilder gesehen von Kindern, die wirklich unter der Maskenpflicht beispielsweise in Schulen leiden. Und das, ja, das tut mir einfach weh und deshalb bin ich hier. Aber mehr möchte ich jetzt auch nicht dazu sagen. Aus meiner Sicht stehen die Maßnahmen nicht im Verhältnis speziell für die Kinder, weil die wirklich die leidtragenden Pandemie sind. Ja, es hieß es, solange bis dein Impfstoff da ist, müssen sie Masken tragen, tägliche Testpflicht. Mittlerweile sagt die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, massenweise symptomloses Testen für Kinder macht keinen Sinn. Ich habe mich, und auch Masken tragen, ist, ich bin Psychologe, ist mit Sicherheit nicht gut für Kinder, dauerhaft. Und sie selbst leiden viel mehr unter den Maßnahmen, als der Schutz nützt. Und das sind letztendlich die Ängste für die Erwachsenen. Und es steht einfach in keinem Verhältnis mehr. Es sind mehr 100.000 psychische Störungen bei Kindern und es gibt mehr Todesfälle durch körperliche Misshandlung, Suizide als wirklich wegen Covid. Wie alt sind Ihre Kinder? Unsere Kinder sind in der Grundschule und
Deswegen haben wir gesagt, wir können das nicht verantworten als Eltern. Das ist was sehr schwierig. Das heißt, wir betreuen sie zu Hause. Das funktioniert auch gut, aber die sind 7 und 9. Weil einfach, ich möchte, dass Kinder eine normale Kindheit erleben, das heißt, wie wir alle. Sie schicken die Kinder gar nicht in die Schule? Aktuell nicht, solange die Maskenpflicht und die Testpflicht ist nicht. Weil ich möchte den Kindern, ja, seitdem das so ist, quasi jetzt schon im Grunde ein Jahr, kommen gut zurecht, haben gute Noten, aber es ist natürlich eine Menge Aufwand und viele Leute sind nicht in der Situation, Alleinerziehende, dass sie das machen können. Wie ist denn da die Isolation? Haben Sie keine Angst, dass Ihre Kinder in der Sonderwelt leben dann? Nee, es gibt zum Glück genügend andere Menschen, die das ähnlich sind, sodass die Kinder wirklich sich gut entwickeln können, mit anderen Kindern freispielen können. Und das ist so und das war die ganze Zeit so. Dass sie keine Angststörungen haben, nicht wie viele andere Depressionen haben etc. Die haben zum Glück auch Auslauf, wir haben die Möglichkeit, wohnen quasi am Land. Es gibt auch Projekte, wo man sagen, da entstehen Alternativschulen. Alternativschulen ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Grundsätzlich haben wir jetzt haben wir auch drüber nachgedacht, aber ist auch nicht so einfach zu organisieren und zu machen. Aber auf jeden Fall steht es nicht im Verhältnis. Mir geht es nur um die Angemessenheit der Maßnahmen für die Kinder. Sie weiterhin tragen sie die Hauptlast. Und es kann nicht sein, weil man sagt, vielleicht wegen Long-Covid, was man nicht weiß, in sehr seltenen Fällen etc. sind millionenhaft Kinder im Moment mit Masken und Tests täglich, wo man einfach wissen, das hat ganz viele schädliche Auswirkungen auf Dauer. Es ist für Kinder, den kann man nicht vermitteln, auch wenn man ganz locker damit umgeht, sich täglich testen zu müssen und täglich Maske zu tragen, 6 bis 8 Stunden, wenn ich auf einer Messe bin als Erwachsener, ich weiß, wie anstrengend das ist, aber für Kinder steht das in keinem Verhältnis, gerade nicht für junge Kinder. Haben Sie Ihre Kinder mitgebracht oder besser? Ja, wirklich? Ja, die sind da. Die sind da drüben bei meiner Frau da. Neben dem Ballerwagen. Ich engagiere mich für gesundes Essen für Kinder, für viele andere Sachen. Das ist vielleicht noch interessant, die Forscher, die sagen, Adipodisas-Welle ist jetzt bei den Kindern, also nicht nur psychische Störungen, sondern das ganze Thema Bewegungsmangel. Das hat jetzt primär den Lockdown, das ist jetzt besser geworden, wo die Schulen wieder offen sind. Aber kann man sie irgendwo finden, Wahnsinn. Auf dem Internet, irgendwo eine Homepage oder so? Ja, wir haben eine Homepage, wo wir uns um das Thema gesundes Essen für Kinder engagieren. Das ist aber ein anderes Thema als das hier. Aber das können wir jetzt nicht wissen, oder was? Sollen wir nicht das veröffentlichen? Ich würde mir den Kanal erstmal anschauen. Ich habe mich den Kanal noch nicht angeschaut an der Stelle. Alles klar. Ich kann dazu nur Folgendes sagen. Ja, weil Sie sind ja öffentlich im Internet auf einer Demonstration. Ja, ja. Mir geht es einfach darum, das sehen Sie hier, ich möchte nicht weder mit links noch rechts in einen Topf geschmissen werden, weil ich habe niemals eine rechte oder linke Partei gewählt, sondern so, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber alles Parteien, die jetzt im Bundestag vertreten sind und in der Regierung sind. Haben Sie denn eine Idee, was sich das Gesundheitsministerium, die Verantwortlichen dabei denken? Wollen die Kinder quälen, Ihrer Meinung nach, oder was unterstellen Sie denen? Oder ich glaube, sind Sie einfach falsch informiert? Naja, ich glaube einfach, dass die Angst, die am Anfang ja auch da war, die zum Teil auch geschürt wurde, wo auch ein Hype zum Teil war in den Medien, das sagt jetzt sogar die Frau Briem, Vorsitzende der KMK, die Angst hat sich verselbstständigt, dass es auch schwierig ist für viele Eltern wieder in die Normalität zurückzukehren. Die tun das ja in guter Absicht und wissen gar nicht, dass die Nebenwirkungen viel schlimmer sind, als was an Schutzwirkung erzielt werden könnte. Weil es tatsächlich rein faktisch, wenn man sich genau informiert, das sagen alle Kinder- und Judenärztverbände, dass man einfach diese Maßnahmen für Kinder nicht angemessen sind. Am Anfang hat man sie begründet, um die Älteren zu schützen. Jetzt konnte jeder sich mehrfach impfen. Dieses Argument ist weggefallen. Und trotzdem gibt man den Kindern nicht als erstes ihre Freiheit zurück. Und das finde ich beschämend. Die haben schon so stark unter der Pandemie gelitten. Und die Auswirkungen, die wissen wir. Das ist wirklich 1,1 Millionen zusätzliche psychische Auffälligkeiten, über 200.000 Störungen, kommt aus dem Ärzteblatt, das ist alles nicht irgendwie Fake News. Ich persönlich sage immer, wenn es um Verschwörungstheorien geht, für mich ist keine glaubhaft. Ich habe auch viel beruflich mit öffentlichen Organisationen zu tun. Sowas könnte man gar nicht irgendwie durchsetzen. Ich will heute noch gar nicht eine gute Motivation absprechen oder irgendjemand an den Pranger stellen. Aber wenn man sich wirklich um Gesundheitsschutz kümmern möchte, beispielsweise war auch in den Tagesthemen offiziell, es sind mehr Menschen in den letzten 2 Jahren weltweit verstorben an multiresistenten Keimen, statt an dem Thema Covid. Und das Thema Ernährung, gesunde Ernährung für Kinder, sind alles Themen, mit denen man sich beschäftigen könnte, wo es besser wäre, als eine Impfkampagne zu machen. Okay, die Demo geht los. Wir laufen jetzt nach vorne. Ihr Lieben, haltet ein bisschen Abstand, dann wird der Zug auch länger und das sieht geiler aus. Nicht so dicht auflaufen.
haltet ein bisschen Abstand miteinander, dann länger sich der Zug nicht besser aus. Nicht und nicht aufeinander rum. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 11 Jahre alt und bin in der 6. Klasse. Ich finde doof an Corona, dass man keine Klassenfahrten mehr machen kann. Man muss den ganzen Tag Maske aufhaben, jeden zweiten Tag einen Test machen. Willst du kurz sagen, warum Sie heute hier sind? Man hat gar keine richtigen Freunde mehr, die mit einem spielen oder mit zu einem kommen. Ich bin doch sehr oft im Bus verpetzt, weil ich die Maske kurz abziehe, weil die Maske sehr nervt.